Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter mit Jurassic World Evolution. Ich habe jetzt wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Ich muss gerade selber mal gucken, was wir denn so gemacht haben. Ach ja, unser... Wie hieß er nochmal? Kreatosaurus. Streift umher. Profil. Hä? Ah, er nimmt wieder Witterung auf. Die Ziegen laufen noch nicht mal weg. Profil. Okay. Oh, man kann die Namen ändern. Du heißt jetzt Klaus. Hey, hallo, Klaus. Klaus hat einen Bärenhunger. So, Fossilien, Fitness-Expedition für Fleischer. Ich habe es letztes Mal noch ein bisschen laufen lassen, weil wir hatten nur 40.000 Dollar. Der Kleine hier bringt echt uns Besucher in den Park. Mit fett Kohle. Können wir überhaupt was bauen? Bauen Sie Fastfood. Also ich würde erstmal, lassen Sie Dinosaurier frei. Achso. Wir müssen Dinosaurier machen und wir müssen Fossilien jagen. Das mit den Fossilien ist irgendwie das Beste, was man überhaupt machen kann in dem Spiel, um Geld zu verdienen, bin ich der Meinung. Teilweise erschöpft. Und hier haben wir teilweise erschöpft. Und hier ist auch eigentlich arschteuer. Ich werde trotzdem das hier nochmal machen. So, wie sieht es denn hier mit dem Happa-Happa aus? Reserve. Und da. Reserve, ich weiß nicht. Können wir mal die Park Ranger. Die soll mal das Essen auffüllen hier. Aufgabe hinzufügen. 90.000! Alter Schwede! Nachschubanfrage erhalten. Na gut, machen wir es mal. Müssen wir es ja auch auffüllen? Naja, 8 von 10. Das heißt, bei den Pflanzenfressern können wir da gleich noch einen, nochmal aufwerten. Wenn jemand das auch spielt, macht das, könnt ihr mal reinschreiben, ob das überhaupt Sinn macht, hier zwei Futterstationen einzubauen. Ich meine, wie viele Saurier haben wir da drin jetzt? 3, 5. Aber wir müssen noch ein paar bauen. Macht das bei 5, macht es keinen Sinn, aber wir bauen hier noch ein paar. Hier diese kleinen. Da bauen wir uns nochmal einen von. Ach, einen, komm, zwei, zack. So, was haben wir? 80.000 hätte ich doch nicht machen sollen. Ich wollte gerade gucken. Ich sehe gerade wieder, ah, Fastfood müssen wir bauen. So, die Leute haben Hunger. Und es kostet alles nur Geld. 170.000. Was? Junges? Haben wir da ein Junges in der Entwicklung? Was? Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Nein! Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Die... Von der... War? Das Ausbrüten eines Dinosauriers mit einem Genom, das nicht zu 100% vollständig ist, kann fehlschlagen. Die Lebensfähigkeit bestimmt die Erfolgschancen der Brutvorgangs. Wir hatten welche, die waren viel schlechter von der DNA-Geschichte. Und die sind rausgekommen. Upgrade. Upgrades für erfolgreich... Oh, wieso muss ich jetzt an Upgrade an den Predator denken? An den neuen Predator-Film. Ich habe erst einen Trailer gesehen. Wie kann man einen Film Upgrade nennen? Könnt ihr mir das sagen? Es ist ein beschissener Titel. Ich liebe die Predator-Filme und ich liebe diese Viecher. Aber wie kann man einen Film Upgrade nennen? Ich weiß, es geht darum, dass es Predators Upgrades machen können, aber... anderer Titel wäre besser. So... Upgrades für die Erfolgsrate des Hammond-Entwicklerlabors erhöhen die Lebensfähigkeit. Aha, verringern, ja, okay. G
Genmodifikationen erhöhen die Kosten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Danke für die Info. So. Ein Tierchen ist tot. Ja, ausbrüten, aussondern. Was ich aber schade empfinde an diesem Spiel ist, wenn Tiere sterben und wenn halt jetzt dieses Ausbrüten nicht erfolgreich war, das wäre doch eigentlich trotzdem tolles Fressen für unsere Fleischfresser, oder? Oh, Dinosaurier kann freigelassen werden. Ach, ich liebe diese Katze. Guck an, wie der rausflitzt. Och, ist der niedlich. Ach, ich finde das toll. So. Ja, was habt ihr denn gefunden? Och, Kacke. Fuß vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Wir sind voll. Rufbelohnung. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Genau, Lambert. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Ja, danke. Gewinn pro Minute, 27.000. Mann, oh Mann, so. Können wir nicht verkaufen. Was sind das hier eigentlich für... Sind eigentlich ganz gut hier, ne? Boah, den müssten wir auch mal machen. Triceracop. Wir bauen uns bald mal einen Triceracop. Aus welchem Film war das schon wieder? Das ist... Ich gucke immer Filme, denk an irgendetwas und ich weiß gar nicht, woher ich das hab. Triceracop. Wie komme ich drauf? Wo war das wieder her? So, den A extrahieren. Hier, den verkaufen wir auch mal. Wir haben ja zweimal was Gutes, ne? Nee, doch nur einmal. Und hier machen wir auch nochmal für 10.000. Reimen wir mal ein, wir brauchen Platz. So. Jetzt können wir was zu essen bauen. Eine schöne Imbissbude. Schönen Meckes oder Burger King. Ein bisschen Schleichwerbung machen für die ganzen Sachen. Ich kriege ja Geld von denen. Nein, absolut nicht. Wo kann ich bauen? So, mir wird gerade ein Zettel reingereicht. Triceracop kam aus dem Film Kong Fury. Mit David Hasselhoff hat er mitgespielt und die anderen Darsteller kannte ich irgendwie nicht. So. Ah, und da gab es einen Triceracop. So doof wie es klingt, aber gab es. Sky, wo bauen wir das hin? Ne, hier weiß ich nicht, was ich bauen will. Ah, da war gerade so, wie ich bauen wollte. Nein, 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 nein. So. So, bauen wir das mal hin. Dann packe ich hier noch was hin, dann können wir hier so kleine Läden bauen. War so gerade mein Einfallen. So, kostet das mehr Geld? So, was gibt's? Lecker Imbissbude. So, wie viel Reserve hat er jetzt? 9 von 10, okay. Was kostet denn so ein Triceracop? Wenn wir den ausbrüten. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was sie aus diesem Ort gemacht haben. 61% und er kostet 230.000 Dollar. Okay. Oh, hier müssen wir Fossilien loswerden. Also die sind nichts wert hier, aber... Na gut. Extrahieren wir nochmal. Den verkaufe ich nicht. So.
Gibt es irgendwas? Es gab doch bestimmt irgendwie Gebäude, wo so Aussichtsplattformen oder so. Ah, das könnte man auch mal bauen, so ein Tor. Ja, gibt's 150.000. Und da brauchen wir Forschung. Ach, forschen müssen wir auch noch nebenbei. Stimmt, ja. Aber ich überlege, dass wir hier so ein Dino-Fight-Gelände bauen. Oder wir bauen separat nochmal eins. Lassen dann immer die Dinosaurier reintransportieren. Dann bauen wir hier eine Arena. Das war ein teures Spiel, aber... Na, er ist ja gerade wieder auf Jagd. Alle will Menschen. Ist das nicht toll, wie... Der rennt echt am Zaun lang, ne? Ich will drehen. Man hat gerade richtig gesehen, wie fixiert er so auf die Menschen war. Oh! Futterstation, ja, ja. Da hinten, das ist jetzt aber nicht das Problem. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. So, was wenn man... Ach, wir haben neue Mission. Kommerzieller Park. Bauen Sie Kleiderladen, einen Kleiderladen und versorgen Sie mit Strom. Bauen Sie Beobachtungsgalerie. Ah, versorgen Sie mit Strom. Müssen wir sogar bauen. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir eine Arena bauen. Beobachtungsgalerie. Ne, es war hier. Kostet 150, Geld haben wir ja gerade. Wow. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Schießen Sie mit der Kamera des Rangers Teams zwei Triceratops. Ah, Triceratops. Exemplare. Ja, nehme ich mal an, aber bis wir die haben, ist Weihnachten. So, und der nimmt echt viel Platz weg, der Gute hier, ne? Das heißt, ich baue die Ecke einfach neu hier. Ach, wir können so links und rechts dran vorbeibauen. Baukosten zu teuer. Wie Baukosten zu teuer? Ich denke, ich habe Geld. Ah ne, wir haben kein Geld. Ah, wir haben das Essen aufgefüllt. Verdammt. Apropos Essen, wie viel kostet denn überhaupt so ein Essen? Bei uns. Wir verkaufen Dino-Häppchen. Verkaufen wir für 4 Dollar. Kosten 2. Okay. Sieht man hier irgendwie Gewinnverlust irgendwie? Dino-Häppchen. Was sind denn Dino-Häppchen? Aus was bestehen denn die? Bestimmt nur Fingerfood. Wir verkaufen... Dino-Speise. Kostet 8 Dollar. Zack. Nee, das kauft keiner. So. Euch geht's noch allen gut? Wunderbar. Und Klausi? Klaus, wo bist du? Wo ist Klaus? Habe ich nicht gerade hier gesehen? Ah, da. Ach, kann ich nicht verfolgen in dem Wald? Ah, Klaus. Also diese Fleischfresser gucken immer gerne am Rand, ne? Ah, du hast einen Elektrozaun, mein Freund. Beste, das Beste, nur für dich. So. Brauch Geld, ich brauch Geld. Was, 30.000? 150. Hm.
Kleiderladen. Was kostet so ein Kleiderladen? Ist das ein Geschenkladen? Kleider machen Leute. 120.000. Braucht auch Strom. Theoretisch würde es hier hinpassen. Nein, denn wir haben da keinen Stromverteiler. Der ja schlecht damals eingebaut. Mal kurz. Können wir den hier irgendwie ranklatschen seitlich? Ungefähr. Bitte passen, dann kriegen wir hier auch noch ein Gebäude hin oder zwei. Und den gleich hier hinballern. Ich würde es aber so besser finden. Bauen wir mal, zack. So. Dann bauen wir einen besseren Weg. Klack. So, dann will ich was abreißen. Und zwar Bäume entfernen. Bäume setzen wir wieder später hin. Gerade so dazwischen. Das sieht dann einfach schicker aus, finde ich. So, und ein Stromverteiler. Dingsbums. Den lassen wir mal da hinten. Den vielleicht? Nee. Oh, auch nicht? Dann kommt er halt dazwischen. So, oder dann so am Gebäude. Zack. Klack. Klack. Können wir die miteinander auch verbinden? Jawohl. Klack. Klack und klack. Haha. Jetzt haben wir hier komplett alles miteinander verbunden eigentlich. Einen kompletten Stromkreislauf. Yes. Nee, ich wollte da nicht hin. Hab's nicht Übersichtskarte, genau. Das heißt, wenn jetzt einer hier ausfällt, könnte der ja auch weiter Strom geben, oder? Nee, das würde hier zusammenbrechen. Wer weiß. Na gut. So, schlechtes Wetter. Dafür kann ich aber nichts. Aber Klaus genießt das Wetter. Und ein Schaf läuft da mal. Oder eine Ziege. Ich glaube, das ist eine Ziege, ne? Kein Schaf. Ja, das ist eine Ziege. Der ist jetzt schon wieder auf Fresstour hier. Also entweder sehe ich den nur am Zaun lang laufen oder am Fressen. Abs. Die Ziegen laufen noch nicht mal. Mann, Mann, Mann. Ja. Jetzt heißt es wieder warten. Bis Geld da ist. Oh, wir haben ja immer noch Fossilien, die wir verkaufen können, ne? Ja, ich glaube, wir haben mit diesem Kreatosaurus den Markt überschwemmt. Damals. Ich habe ja so viel verkauft. Will bestimmt jetzt kein Mensch mehr haben. Was haben wir nochmal bei der Forschung? Entschuldigung, bin gerade ins Mikro gekommen. Savanne aussehen verändern. Hm? Wüste. Okay, hier können wir die, die Gene verändern, indem wir sie mit Fröschen oder Haien kreuzen. Das ist auf jeden Fall eine hervorragende Idee. So, was gibt's denn noch? Medizin. Hakenwurmparasiten. Ah, diese Drecksviecher. Also das Krankheitsproblem hatten wir eigentlich bisher noch gar nicht. So.
Inventarplatz wäre nicht schlecht. Strom-Upgrades wäre auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir noch genug Strom haben. Hunderttausend für Strom. Ich glaube, nee, war Strom. Stromausfallschutz. Verringert das Risiko eines Stromausfalls im ausgewerteten Kraftwerken um 10%. Nee, ich brauche mehr Strom. Reduzierte Unterhaltskosten. Wartungseinheiten verringern die Unterhaltskosten auf aufgewerteter Kraftwerke um 10%. Verbesserte Leistung. Erhöht die gesamte Stromproduktion aufgewerteter Kraftwerke um 14%. Birgt das Risiko jedoch um 5% eines Stromausfalls. Machen wir trotzdem mal. So. Ich habe da gerade noch gesehen, wir konnten irgendwie Gebäude erforschen. Ne, null. Aber es gibt echt noch einige, die wir bauen können. Besucherzentren. Sicherheitszentrum. Okay. Na. Auf jeden Fall ist hier was los. Also sieht zwar noch ein bisschen öde aus, also hier könnte man ein Bäumchen machen, hier. Was eigentlich auch noch cool wäre, wenn man so Bänke bauen könnte. Man kann Wege bauen. Landschaften so ein bisschen. Ah, Höhen und Tiefen kann man auch noch. Man kann die Umgebung verändern, aber an sowas wie eine Bank oder so hat sich, oder Mülleimer hat sich auch keiner drum gekümmert. Gibt's einfach nicht hier. Also das könnten sie nochmal nachreichen, so Bänke oder so. Sind zwar Kleinigkeiten, aber das würde hier passen. Dann könnte man hier schön so einen Platz machen oder Brunnen. Dinosaurierbrunnen wären ja auch cool. So ein Velociraptor in Bronze, wo man so Bänke dran bauen könnte oder so. Einfach um den Park so ein bisschen aufzuwerten, zu verhübschen. Statt eigentlich diese langweiligen Wege. So. Beobachtungsturm kostet 150. Wie sieht es überhaupt mit Strom aus? Wie viel haben wir denn? Wie viel können wir? Wie viel haben wir? Ungenutzter Strom. 9. Das heißt, wir hätten noch ein bisschen was. Ah, ich sehe auch gerade diesen Stromschutz. Müssen wir auch nochmal bauen. Nämlich hier in der Ecke. Damit wir dieses Kraftwerk nochmal schützen. Und halt die, ja, anderen Gebäude. 150, so. Jetzt könnten wir doch mal... Ja, wo war der denn? Der Beobachtungsturm. Wieso ist das so teuer? Bau das da rein. Forschung ist abgeschlossen. Das ist hervorragend. Das Ding kostet auch nur 150. Was kann da jetzt so teuer sein? Das verstehe ich nicht. Ja, hier ist der Weg. Nicht stötten der Weg. Abreißen. Mal weg. Mach mal weg. Warum kommen da automatisch Bäume hin? Schnell gewachsene Bäume. So, Beobachtungsdingsbums. Ey, mag ein Stück Zaun nicht? Warte mal, bevor ich jetzt den Zaun da einreiße. Fliegen wir.
Nein! Dinosaurier ist gestorben. An was? Wer? Im Wasser. Können die ertrinken? STR-001 ist gestorben. Strutimimus. Ach, ich kann den Namen nicht aussprechen. Sieht man an was? Altersschwäche. Oh, Ruhe im Frieden, junger Mann. Wie konnte man die nochmal abholen? Ich überlege gerade. Draufklicken, Transportteam. Hole Produkt ab. Produkt? Das ist ein Dinosaurier und kein Produkt. Wie kalt kann man sein? So. Ich muss unbedingt noch mehr von diesen kleineren Dinosauriern produzieren. So. Hallo, süßer Klaus. Wir müssen dich mal eine Runde betäuben. Okay, hör Ziel. Ja, ich weiß. Ja, Klausi, du musst doch nur Schlaffi-Schlaffi machen. Oh. Hoffentlich hat das Klaus sich nicht verletzt. So. Krankheit auch noch. Ey, jetzt wollt ihr mich aber ärgern. Produkt wird transportiert. Aufgabe hinzufügen. Wer ist krank? Bestätigt. So. Mach das mal. Ich habe gerade keine Zeit. Wir müssen den Zaun abreißen. Abbrechen. Da wollen wir hin. So. Zack. Beobachtungsgehege. Komm, komm, komm. Ach, geht immer noch nicht. Ey. Beobachtungsgehege hier. Zack. Schnell, 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 schnell. Warum kann ich jetzt hier nicht wieder bauen? Kein Geld oder was? Baue ich jetzt hier. So. Zieht das Ding dann mal hoch. Ach, wir waren zu nah daran, ne? Haben wir noch Geld? Ich brauche unbedingt Geld, 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 Geld. Hier haben wir kein Stromgehege. Wo ist das? Ah, doch, Strom da. Ah, zurück, zurück. Komm, komm, komm. Kann ich jetzt nicht ans Gebäude anschließen? Da entsteht eine Lücke. Dann müssen wir das Ding hier zukriegen. Ach so. Wir machen das anders. Nochmal weg. Reiß nochmal ab. Reiß nochmal ab. Oh, warum kommen da automatisch gleich Bäume hin? Das regt mich auf. Kackbäume, weg da. Ich sehe nichts. So, schnell. Gehege. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Wie verbaut? Willst du mich jetzt veräppeln? Ist das dazu oder was? Abbruch. Nicht, dass wir jetzt da was offen lassen und dann ist der Zaun ist verbaut. Verbaut. Ja, das. Ach, da. Ah. So wird da ein Schuh draus. So. Schnell, hier. Abriss. Abriss. Ah, Gehege. Zack. So, sieht zwar nicht hübsch aus, aber egal. So. Schnell bauen wir noch einen Weg. Geht das jetzt nicht? Jetzt haben wir doch einen falschen Weg gebaut. Ist ja egal. So. Können wir nicht so ein bisschen schön gerade machen. Hier wieder ein bisschen schräg. Und zack, so. Mir gefällt, was ich sehe. Weiter so. Zufriedene Gäste, genau das will ich.
Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. Und große Dinge. Die mit den Zähnen und den glasigen Augen, die sie im Ganzen verschlingen können. Ich wollte eigentlich Bäume haben. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Okay, man kann das wohl nicht überall bauen. Schade. Ich hätte gerne hier so Bäume dazwischen, weil dieser einfach, das sieht so ein bisschen unschön aus. Naja. Eingehende Übertragung. Was ist los? 1 Million! Yeah! Draka Rex ist verfügbar. Hey, gut gemacht. Unser Park macht unsere Gäste maximal glücklich und die Besucherzahlen spiegeln das wider. Nee, Drakorex. Darum ist jeder neidisch auf die Unterhaltungsabteilung. Wir liefern Ergebnisse, stimmt's? Wenn die Parks gut laufen, können wir hochwertigere Forschung betreiben. Das würde ich allerdings Isaac niemals ins Gesicht sagen. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte gerade ergänzen. Nein. Zu spät. Ich hab es gehört. Bis später, Doc. Uff. Toll, jetzt streiten sie sich. Was ist ein Drakorex? Oh, nicht schon wieder ein toter Dinosaurier. Wie kostet denn Geld? Oh, nö. Edmontosaurus. Mama mia, die kosten doch alle ein Heidengeld. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. So. Habe ich nicht noch irgendwie, bevor wir jetzt da weiter nochmal bauen, haben wir nicht irgendwie das für den Großen, das ist auch für den Großen. Haben wir neue Plätze? Ne, sind immer noch dieselben. Doch, neue Fossilien entdeckt. Drakorex. Und was anderes. Aber ich sagen, holen wir uns doch mal so einen Drakorex. Wir haben ja nur ein Team, okay. So. Dann will ich trotzdem noch mal einen kleinen ausbrüten. Und von denen auch noch mal Edmontosaurus. Der pennt da immer noch. So. Dann können wir ja noch mal irgendwas bauen. Hier, Geschenke. Wir hatten noch irgendwas mit Geschenke, ne? Souvenirläden. Wo könnte man die hinbauen? Das war der Kleiderladen. Entweder hier, aber ich denke mal, am besten wäre es doch eigentlich, wenn die Leute den Laden verlassen. Quasi noch so wie an einer Einkaufsschlange, dass sie hier noch irgendwie so, und da sieht es irgendwie nicht so schön aus. Können wir hier nochmal irgendwie... Ich will... Genau, Bäume will ich haben. Warum kriege ich hier keine Bäume? Die Sträucher sehen nicht so hübsch aus. So, und da wir jetzt ein bisschen Geld haben, können wir nochmal ein bisschen in was in Forschung stecken, oder? Drakorex, das Ding habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Ich will nicht wissen, was es noch für Dinosaurier gibt. Ich will mich nicht spoilern. Ach, die haben wir schon entdeckt. Was ist das hier? Alpin. 300.000.
Aus seinem eigenen Geld. Starke Heilung. Heilung klingt gut. Immunreaktion klingt auch gut, damit die uns vielleicht nicht so aggressives Verhalten möchte ich erstmal nicht machen. Und lernen sollen die auch nicht. Okay, dann kriegen die mal ein bisschen. Erforschen wir mal diese Hai-DNA. Mal gucken, was da passiert. Oh, was haben wir hier gefunden? Renium? 100.000. Naja, weg damit. Und hier haben wir ein Amphibienflossen. Können wir auch nichts mitmachen. Schade, ich dachte gerade vielleicht irgendwie Wasserdinosaurier. Wäre echt cool. Das wäre echt cool. Verkaufen. Was haben wir hier? Können wir nicht verkaufen. Dann 40.000. Verbessern wir. So. Aber wir haben keinen Triceratops. Doch, Triceratops können wir bauen. Freilassen. Überspringen wir mal. Freilassen. So. Und ich denke mir jetzt Namen aus. So. Dich nenne ich jetzt mal. Ja, wie nennen wir dich? Ah. Nee, für Marvin ist der mir zu gut gelaunt. Ich nenne dich einfach mal Markus. So, dann hatten wir ihn hier. Der guckt so ein bisschen betröppelt. Du wirst jetzt Marvin heißen. Wenn ihr Marvin auch Namensvorschläge habt, ab in die Kommentare. Alle neuen Dinosaurier kriegen jetzt Namen. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Bauen, verbinden Sie. Was? Bauen, verbinden und mit Strom versorgen in den Schutzzaun. Hab ich doch. Es spricht nichts dagegen, eine Ausweiterung unserer Besitztümer. Okay. Ja, da kriegen wir 100.000, aber ich weiß nicht, wir haben auch gerade einen Zaun gebaut, aber ist egal. Ich weiß noch nicht, wo wir als nächstes was bauen könnten. 48.000 pro Minute. Juhu! Also ich wünsche mir noch ein Arena-Feld. Und ich wünsche mir noch diesen anderen Dinosaurier, den wir noch finden müssen. Haben wir noch gar nicht. Wir müssen die nochmal auf Arbeit schicken, hier die guten Jungs. Das waren die da. Wir brauchen hier was von dem guten Dracorex. Ich will wissen, ich will den haben. So, ja, also wie gesagt, wenn ihr jetzt die ganz neuen Dinosaurier, die kommen, kriegen alle einen Namen. Namensvorschläge bitte ab in die Kommentare. Ansonsten überlege ich mir, was wir als nächstes machen. Ich überlege es mir mal. Und ja, ich würde erstmal sagen, hier machen wir erstmal einen Break. Mein Kaffee ist leer. Die ganze Zeit schon. Ich gucke da schon zwei, dreimal immer rein. Jetzt schon das dritte Mal. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.